Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Ja, ich habe mich wieder ein bisschen gefangen. Das hat sich aber auch sofort schon wieder relativiert. Ihr seht, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe nochmal neu gestartet, jetzt dann auch die Krone wieder ausgerüstet. Und was ist mir dabei just ins Auge gesprungen? Wir haben Lindsays Ausrüstung. Ja, und dann hat es mich wieder erwischt. Naja. Ich versuche jetzt mal so pragmatisch wie möglich zu denken, um mich nicht zu sehr emotional davon beeinträchtigen zu lassen, dass wir Lindsay nicht mehr dabei haben. Ich weiß, dass die Ausrüstung vielleicht für sie nicht unfassbar passend ist, aber es ist besser als nichts. Damit ist sie uns dann wahrscheinlich auch wieder eine etwas bessere Hilfe. Ich glaube, im Fernkampf kann sie leider nicht so viel anrichten. 7 bis 25, 28 bis 34, ja, Fernkampf. Macht mit ihr nicht so viel Sinn. Tja, da stehen wir jetzt und ich, das allein die Ausrüstung von Lindsay zu verteilen, das ist wieder, ich versuche jetzt einfach mich gedanklich so ein bisschen davon zu distanzieren oder zu trennen, weil wir müssen weiterkommen. Wir haben immer noch ein Königreich zu retten und es wäre umso dramatischer, wenn Lindsays Opfer, das sie hier tatsächlich gebracht hat. Der Schlüssel, drei Schlüssel müssen wir finden. Zwei sind offenbar bei dem Wurmmann und bei der alten Hexe und einer ist irgendwo versteckt. Genau das versuchte sie uns nämlich mitzuteilen. Und wir werden diese Information so gut wie möglich nutzen. Ulrich, ich dachte, ich würde euch in diesem Haus nie finden. Wer ist das? Ekundayo? Meine Leute und ich wollten euch helfen, aber das verdammte Portal und dieser verfluchte Nebel haben uns getrennt. Ich muss meine Leute finden. Ich warte am Eingang auf euch, sobald ich sie gefunden habe. Okay. Anoriel Achtauge war das. Ah, okay. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Wer war denn nochmal Anoriel Achtauge? Anoriel Acht... Ach, hier geht's auch wieder hoch. Oh, dann muss ich erstmal gucken, ob hier eventuell noch andere Wege waren, weil Treppen gehen wollte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Noch nicht. Hier unten ging's noch weiter. Da ist Nebel. Durch den Nebel kommen wir aber durch, weil wir die Laterne dabei haben. Das bedeutet, wir erkunden jetzt einfach erstmal alles, was mit der Laterne zu erkunden ist. Und wenn wir das getan haben, hier unten würden wir... Das ist aber nur ein Raum, oder? Hier unten würden wir auch durch, oder? Ne, das ist auch ein Durchgang. Oh nein! Bitte nicht! Ashes and dust. That's what this dwarf is. It would be amusing to find out how strong his faith is. Do you hear me, my loyal servant? What? What is this? Do I hear your voice? Oh, Grotus, do you speak to your servant in this lifeless place? It is true. Your time has come, Harim. Do not cling to this miserable world. Let go. Release your life. The Boneyard awaits you. I am waiting. Oh, I've waited for this moment for long. How comforting it will be to close my eyes and know there is no need to open them. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Nein, nein. You believed in your death so much that you really died, dwarf. Few can boast such powerful beliefs. Was? Was? Oh Mann, kann dieses Spiel mal aufhören, mir dauernd den Tod meiner Gefährten vor Augen zu führen und dann nicht mich im Ungewissen zu lassen? Harim erwartet dich, streicht versonnen durch seinen Bart und nickt so ruhig wie immer, als wäre alles in Ordnung. Harim? Ich habe gesehen, wie Nyrissa versuchte, euren Tod herbeizuführen, indem sie sich als die Stimme von Grotus ausgegeben hat. Oh, it's true. I am sad to see that I almost gave in, taking her false words for the voice of Grotus. I almost felt the cold breath of the Boneyard. But memories returned to me of the feats we accomplished together. I remembered the lesson you helped me learn.
Would Grotus reveal to me the true essence of the circle of making and unmaking, only to drive me from the world? I realized I had given in to a lie meant to take me from my path and prevent me from helping you confront our old enemy. Then I shook off the deadly torpor and awoke. Ich bin sehr froh, dass du dich an diese Lehre erinnert hast, und ich glaube, auch hier ist das wieder der Effekt davon, dass wir seine gesamte Story mitgemacht haben, weil das habe ich jetzt auch schon in den Kommentaren gelesen, dass eben, wenn man die Story von den Leuten hier macht, dass das dann Effekte eben explizit auf dieses Ende hier hat. Wir müssen gehen, seid ihr bereit? As never before. Oh, stimmt, wir haben ja, Moment, ich muss jetzt mal, jetzt kann ich wieder so ein bisschen aufteilen, wie es üblich war. Pass auf, wir nehmen Valerie neben uns. Ich würde jetzt erstmal Rhaegongar mitnehmen, ne? Das ist ja nicht, dass er sich jetzt irgendwie zurückgesetzt fühlt, aber ich glaube, diese Aufteilung ist eine bessere. Wobei, warte mal, wir machen das vielleicht so, dass wir das so machen, dann so, dann so, dann so. Das Problem ist, ich kann hier drin auch die Gruppe nicht mehr wechseln. Das heißt, ich muss mich wirklich entscheiden, wen nehme ich jetzt hier mit und wen nicht. Und dann ist die Frage, wenn wir das Ende erreichen, dann wird es ja auch nochmal... das könnte dann tatsächlich so sein, dass wir vielleicht verschiedene Enden von verschiedenen Charakteren mitbekommen, je nachdem, ob wir sie mitnehmen oder nicht. Wiederspielwert! Okay, ich bin sehr froh, dass Harim nicht darauf reingefallen ist, sondern dass Harim noch lebt. Wer fehlt denn jetzt noch? Ekundayo fehlt jetzt noch. Jubilost fehlt noch. That's not the way I wanted to get to the first world. You've dreamed of this for a long time, haven't you? To dive into a vortex of wonder and discovery, while your foes tramp the dirty roads of Golarion. The return here, where it all began, the prototype, the precursor of all that is known to mortals. And it lies open before you. But you will need a mighty protector to explore the first world. Accept my help and my blessing. You do understand that your so-called offer, in fact, leaves me no choice. I am completely alone in the dominion of a mighty and unpredictable creature. A refusal might cost me my life. So don't refuse. And yet, I'm saying no. To put it bluntly, you are asking me to betray a friend who I deeply respect. Some friend would I be if I gave in to blackmail. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hör doch mal auf damit. Jubilost? Jubilost schreibt etwas in sein Notizbuch und wirkt so unkonzentriert, so konzentriert wie immer. Ich bin gerade unkonzentriert, aber aus gutem Grund. Jubilost, seid ihr am Leben? Ich habe gesehen, wie Nerissa versucht hat, euch zu töten. Far from trying, she did kill me. Not that I was unprepared for such an outcome, but it's still an unpleasant and rather painful business. I'm not sure yet if I'm even going to include it in my publications. A painful death is not the sort of experience you want to read about over and over on a rainy evening by the fire. But guess who helped me? Zay, our insane ghost friend from the dungeons under the Candlemere. Though she's not a ghost anymore and significantly less insane, but who knows. According to her, she never died in a dungeon, but safely opened a portal to the first world and even regained her immortality. Ich erinnere mich an Xae. Du hast Jubilust empfohlen, die Gabe der Unsterblichkeit auf Xae, den Geist der unglücklichen Gnomenzauberin, zu übertragen. Ja. Sheikah, the eldest of time, informed her that for this she has to thank a king from Galarian and some young, just think of it, gnome named Jubilost. Sheikah told Xae that she'd be able to save us in the house at the edge of time many thousands of years later. And she did. She waited, she came and she saved. Es klingt irgendwie so, als würde er das würde er wahrscheinlich in einer Story verpacken. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Entscheidung getroffen haben, das auf Xae zu geben, die dann hier gewartet hat, um ihn zu retten. Jubilost, wir müssen gehen. Of course. I just can't wait to pay a visit to Lady Nerissa. I should like to help her become history.
both literally and figuratively. Ja gut, aber ihn können wir auch nicht mitnehmen. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal bei der Gruppe, die wir haben. Jital würde ich so gerne, ich sie auch natürlich mitnehmen würde, müsste ich sie dann durch Amiri ersetzen, wenn wir Amiri gefunden haben. Und ansonsten würde ich tatsächlich Regongar in der Gruppe behalten oder Ikundayo, je nachdem. Aber Regongar mit seiner Magie wird wahrscheinlich noch einen größeren Effekt haben. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken. So, bleibt erstmal alles, wie es ist. Das Buch der Reise. Die Seiten des Buches sind leer, aber als du es öffnest, siehst du eine Straße. Weit hinter dir liegt Restov, wo du deine Mission angenommen hast. Vor dir öffnen sich die Raublande, Hügel und Sümpfe, Schluchten und Flüsse, zusammen mit Hunderten von Halsabschneidern und Tausenden von Monstern. Wird es dir gelingen, dieses Land zu erobern? Die Unsicherheit gebietet Demut, aber die Angst gibt dir Kraft und macht dein Blut bereit. Sind hier Geschichten über mich? Also über Ulrik? Das ist sowieso ein ganz seltsames Haus hier. Wir haben Amiri noch nicht gefunden. Das macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Hier geht's auch wieder nur raus. Super, dann geht's hier vorne noch irgendwo lang. Hier auch durch den Nebel. Hä? Das sind Jubilosts Fähigkeiten. Wie kommen die denn hier an die Seite? Was war das denn gerade? Onwards. To victory. Oh, geisterhafte Wachen. Aber mit denen sollten wir jetzt fertig werden. Wir haben eine ganze Gruppe zusammen. Vor allem, wir haben Valerie wieder mit dabei. Die wichtigste Person in der ganzen Geschichte. Octavia, jemand? Oh nein, sie hat sich zurückgezogen und deswegen hat sie es jetzt abbekommen. Und ihr kommt da hinten bitte auch mal raus. Na toll, jetzt ist hier auch so ein Feld. Das ist ja furchtbar. Geisterhafte Magierwache. Ich denke mal, die haben nichts dabei, oder? Und wir haben alle Stärkeschaden genommen. Das ist doof. Das ist richtig doof. Aber ich kann ja zum Glück hier drin nochmal rasten, glaube ich. Hier ist auch nichts in dem Raum drin. Wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Na, danke für nix. Danke für nur ein paar geisterhafte Wachen. Was für ein Ding. 1700 Gold, ja warum auch nicht. Der Spiegel reflektiert einfach nur seine Umgebung. Die Einrichtung wirkt erstaunlich banal für einen derart wahnsinnigen Ort wie das Haus am Rande der Zeit. Bis auf ein merkwürdiges Detail. Der Spiegel reflektiert den Raum, den Staub in den Lichtstrahlen, alles, aber dich nicht. In dem Moment, als du das erkennst, hörst du von irgendwo hinter dem Glas ein dumpfes Stöhnen und dann prallt jemand von der anderen Seite fest gegen den Spiegel. Das Spiegelbild, falls es ein solches ist, hebt den Kopf. Es ist ein Mensch, eindeutig ein Zauberer. Ein ebenmäßiges, junges Gesicht, totenblass. Seine dunkle Kleidung ist rußgeschwärzt und blutig. In einer Hand hält er eine Laterne, so wie deine, während er sich mit der anderen am Glas festhält, als hätte er Schwierigkeiten, nicht zu stürzen. Ich kann nicht. Wieder und wieder. Hört ihr mich? Das Spiegelbild konzentriert seinen Blick auf dich und flüstert: Ich höre euch, Nächster. Wer seid ihr? Ich bin, was ich zu sein scheine. Eine Reflexion gefangen in der Zeit. Ich bin derjenige, der vor langer Zeit von diesem Spiegel reflektiert wurde. Wahrscheinlich tot, doch verschwinden kann ich nicht. Das Haus am Rande der Zeit bewahrt den Augenblick, als ich mich an dieses Leben klammerte. Verwundet, an genau diesem Ort, in genau diesem Raum. Und ich werde hier bleiben und mich an ihn erinnern, für immer. Und wessen Spiegelbild seid ihr? Das weiß ich nicht. Der Spiegel bewahrt nur einen Moment und ich bin nur ein kleines Fragment dessen, was es war. Mein wahres Ich. Ich bin nur das, was er empfand, als er verwundert vor diesem Spiegel zusammenbrach. Nur das, was ihn in diesem Augenblick erfüllte. Schmerz, Wut, das Verlangen, sein Ziel zu erreichen um jeden Preis.
Und woher habt ihr diese Laterne? Sie war ein Geschenk von einer großen Persönlichkeit, deren Macht meine Vorstellungskraft sprengte, aber mehr kann ich euch nicht sagen. Ich erinnere mich nicht. Warum nennt ihr mich so, Nächster? Ich weiß nichts von meiner tatsächlichen Reise. Ihr Ende ging in der Dunkelheit verloren und ihr Anfang ist zu lange her, aber ich weiß, dass ihr auf seinen Spuren unterwegs seid. Ihr kämpft genau wie ich einst, um euer Land vor ihr zu beschützen, vor Nerissa. Moment, das alles ist schon mal passiert? Kann ich euch irgendwie helfen? Das Spiegelbild blickt dich traurig an. Ich möchte frei sein, ich will nicht länger existieren. Ich habe zahllose Zeitalter gelebt, die nur von Verzweiflung, Wut, Angst vor Tod und Niederlage erfüllt waren. Alles, was mir in jenen schicksalhaften Moment vor dem Spiegel widerfahren ist. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß, dass ihr es könnt. Ich weiß, dass ich Frieden finden kann, wenn ich nur das Ende meiner Geschichte erfahre. Es gibt irgendwo in diesem Haus noch drei weitere Spiegel, die Fragmente von ihm bewahren. Da ich an diesem Ort und in diesem Augenblick gefangen bin, kann ich sie mir selbst nicht ansehen. Falls ihr das für mich übernehmen würdet, falls ihr den Weg nachverfolgt, den mein wahres Ich genommen hat, und alle drei Spiegel findet, dann wäre ich frei. Na gut, ich versuch's. Ich könnte euch nicht dankbarer sein, flüstert das Spiegelbild. Hört zu! Ihr müsst am Anfang beginnen und die Spiegel in derselben Reihenfolge berühren, in der sie mich damals reflektiert haben. Falls ihr dabei einen Fehler macht oder einen leeren Spiegel berührt, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ich kann nur vermuten, dass der nächste Spiegel sich irgendwo in der Nähe des Eingangs zu diesem Haus befindet, aber mehr weiß ich nicht. Bitte helft mir und seid vorsichtig, sonst werdet ihr auch zu einer weiteren Reflexion in Nerissas Spiegeln. Oh Gott, was ist denn hier alles los? Gespiegelte Erinnerungen? Boah, drei Spiegel finden und uns fehlt tatsächlich noch Ekun und uns fehlt noch Amiri. Und dann haben wir hoffentlich unsere Gruppe wieder vereint. Die aber zugegebenermaßen niemals wieder die gleiche wie vorher sein wird. Also ein bisschen, wie sagt man das immer? Ja. Unser Königreich hat so ein bisschen gerade seine Leichtigkeit verloren. Oh nein! Oh nein! Ach, sie kann ihn noch nicht sehen, deswegen. Ja, und du kannst einfach mal mit nach vorne gehen. Unworthy. Denn da Angst ausgelöst? Wer hat denn da Angst ausgelöst? Da hatte ich doch was dagegen. Nee, Moment. Oh Gott, nein. Lindsay hatte was dagegen. War es... Wieso kann... Achso, sie hat Angst. Nee, ich glaube, Octavia und Lindsay hatten was dagegen, aber... Na gut, der wird jetzt sowieso nicht mehr so lange überleben. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Jethal wirklich auch als Charakter einsetzen in dieser gesamten Geschichte. Also jetzt mal abseits von dem ersten... Ich erinnere mich noch sehr gut, dieses Herrenhaus in Brevoy. Da haben wir Jethal auch als Charakter eingesetzt. Da wussten wir noch überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Da war der Ulrich noch ein ganz anderer Mensch. Da war er noch ein böser Inquisitor des Asmodeus, der das Ganze gemacht hat, um Macht an sich zu reißen. Und jetzt... Wie hat sich das... Es ist wieder keine Amiri und kein Ekundayo hier. Warum nicht? Muss ich wirklich zu den Toren, zum zweiten Stockwerk, zum Versteck der Trolle, zum Keller? Aus dem Keller komme ich. Zum eisigen Beinacker? Ja gut, ich würde vielleicht mal zum zweiten Stockwerk gehen, oder? Weil wir waren im Keller. Das hier müsste dann jetzt der erste Stock sein. Das heißt, im zweiten Stockwerk müsste sich ja dann auch das ein oder andere verbergen. Und wir müssen ganz dringend gucken, dass wir hier irgendwie eine Genesung oder... Boah, Stärke 5! Naja, ist klar. Dass wir eine Genesung sprechen, dass die alle nochmal aufgeheilt werden. Weil das mit dem Stärkeschaden und mit dem Konsti-Schaden, das ist wirklich nicht gut. Das bleibt ja auch dauerhaft, ne? Das ändert sich ja nicht, bis man rastet. Und das liegt ja am Schwierigkeitsgrad. Glücklicherweise, weil ich ja mit einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad spiele, verschwindet dieser Stärkeschaden, wenn ich raste. Normalerweise würde er das nicht tun, ne? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Puh. Irgendwas vergessen? Nö.
Und ich wette, dass hier oben... Oh Gott, das ist ja wieder genauso umfangreich. Aber hier müsste doch irgendwo dann Amiri stecken und irgendwo auch Ikun. Und dann müssen wir ja noch gucken, wie das ist, wenn wir die Laterne nicht dabei haben. Ich habe immer Angst, wenn ich in solche Räume reinlaufe. Da kriege ich mittlerweile schon Herzkasper. Aber für was ist... Also dieses Haus hier, ne? Was? Oh nein, jetzt sind es aber wirklich ein bisschen zu viele Leute hier. Das mag ich wiederum überhaupt nicht. Ihr bleibt mal gerade kurz alle stehen. Du hast das... ne? Hast du das nicht gezaubert? Doch, hat sie, oder? Schützende Aura. Sie wird gerade von dem Ding da arg bedrängt. Hilf mal bitte gerade. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir hier noch einen kontrollierten Feuerball reinwetzen. Und er benutzt mal seine... Nicht den Ansturm, sondern die bedrohliche Darbietung. So, sie hat auch noch ein paar Dinge, die sie nutzen könnte. Sie hat ja, sie ist ja eine pure Inquisitorin. Jetzt ist die Frage, geisterhafte Wachen, sind das Untote? Es müssten eigentlich Untote sein. Tote beleben? Sie kann doch, sie hat doch die Inquisitorenfähigkeiten, oder? Dum, 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 dum. Sie kann auch segnen, aber das hilft uns gerade, glaube ich, nicht so viel weiter. Also den Flammenschlag. Ausbruch der Herrlichkeit. Ja, schwere Wunden heilen, Gebet. Ach, Gebet war das, richtig. Selbst und Verbündete mit besonderer Gnade belegen. Genau, das ist auch sehr, sehr praktisch, weil das geht auf alle, auf Verbündete und auf Gegner. Und es belegt die Gegner mit einem Malus und die Verbündeten mit... Oh, oh. Und das war's mit Tristian. Mach's gut. Ja, Angst beseitigen. Ja, genau. Aber er kann doch auch zaubern. Untote schwächen. Ja, das geht aber nur gegen einen. Aber was du mal machen könntest, wäre... Du hast doch nicht verschwimmen. Nee, der hatte doch diese Drachengestalt. Wo habe ich sie denn hingepackt? Na komm, ich guck mal eben hier nach. Drachenwesen 1. Und er verwandelt sich mal. Ich möchte das jetzt mal sehen. Ich muss sowieso irgendwann rasten hier in diesem Haus. Ich möchte es einfach mal sehen. Ja. Mit wem wolltet ihr euch nochmal anlegen? Jetzt sind sie wahrscheinlich gleich alle tot. Wetten? Ja, also mit Regongar sollte man sich schon nicht anlegen, ne? Das ist schon, da wäre ich vorsichtig. Das Buch der Bitterkeit. Die Seiten des Buches sind leer, aber als du es öffnest, siehst du eine erschöpfte und ausgemergelte Nymphe, die gerade noch als Nerissa erkennbar ist. Sie sitzt auf einem bekannten Podest, demselben, das du auf deiner Reise durch die erste Welt gesehen hast. Umfängt mit einem Arm ihre Knie und blickt sinnend in die Ferne. Blasse Schatten wabern umher, die gewaltige Silhouette eines Grindelaks. Ihre Nymphenschwestern schreien, als die Schläge des Monsters sie fällen. Die Bitterkeit der Niederlage und die Bürde der Trauer lasten auf deinen Schultern und die grenzenlose Verzweiflung zwingt dich zu Boden. Schatten von Absalom. Na, das nehmen wir mal mit. So, deswegen wollte ich Regongar unter anderem natürlich auch mal mit in der Gruppe haben. Ich muss sowieso einmal rasten. Ich glaube, ich habe genug Rastvorräte dabei. Ich hoffe, wir können hier theoretisch auch rasten. Das heißt, ich werde jetzt noch ausnutzen, alle Fähigkeiten nochmal verbrauchen, während wir hier die Kämpfe führen. Aber bevor es in Richtung Nerissa geht, werden wir auf jeden Fall nochmal rasten. Und dann sind wir auch bestens darauf vorbereitet. Wie lange bleibt er eigentlich in dieser Form? Trübe Sieche, Flügel permanent, Zauberschlag, Kampfzauberei. Dann hat er hier das Drachenwesen. 16 Minuten lang. 16 Minuten, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Na gut, wir werden das Haus weiter erkunden in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.